Hallo und herzlich willkommen zurück zu... Oh, da geht's schon los. As the Intercontinental Champion, and in his arrogance, he would make an ill-fated challenge going into 1988 SummerSlam. So, jetzt nochmal richtig. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play WWE 2K15. Beziehungsweise, was heißt zurück? Wir sind ja jetzt in einer neuen Serie quasi. 2K Showcases. Wir fangen an mit Path of the Warrior, habt's gesehen. Und da ist unser erstes Match gegen den Honky Tonk Man SummerSlam 1988. Ja. Like he's got something to say. Give me somebody out here to wrestle. I don't care who it is. Is this you in a challenge? Says he doesn't care who comes out. Wer da jetzt wohl kommt? Ah. Oh, der Ultimate Warrior. Ich dachte Mr. Perfect. Bam. 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 Wow. So. Das Match ist leicht. Guck mal, wie schön. Zack, noch ein Move. Y. Rums. Ach, direkt ein Comeback. Gerade erst angefangen, machen erstmal ein Comeback. Okay. Das kann ich. Rums. Musste nur einen Knopf drücken. Das war leicht. Ah, noch ein. Bam. Das war's schon. Ja. Ich hoffe, ich habe auch alle Ziele jetzt erreicht. Wow, neues Objekt freigeschaltet, der Honky Tonk Man. Scheint gut gewesen zu sein. Neues Objekt freigeschaltet, Jimmy Hart. Scheint so geplant gewesen zu sein. Neues Objekt freigeschaltet, SummerSlam Arena 88. Boah. Das ist ein Oberkörper, ne? Das kriegst du nicht mit Müsli essen, ne? Bist du ein bisschen... Ne, will hier keinen verführen. Zu Dingen. Kriegt man vom Müsli essen. Ja, ja, immer schön euer Müsli essen. Und aber auch 2 Liegestütze am Tag machen. Dann werdet ihr irgendwann so aussehen. Hoffentlich nicht. Möchte man so aussehen? Also ich persönlich nicht. Mir ist das ein bisschen zu viel. Gut. Ich habe auch ein bisschen zu viel Bauch stattdessen, aber... Nee. Lassen wir lieber. War. Ah, guck mal hier. Nach dem Kampf zwischen Hogan und Andre bei WrestleMania 3 hatte der Ultimate Warrior noch ein paar Mal die Gelegenheit, gegen The Giant anzutreten, bevor Andre in den Ruhestand trat. Warum kommt jetzt hier kein Video? Die beiden trafen bei einer der wichtigsten Shows der 80er Jahre aufeinander. Saturday Night's Main Event. Darf ich jetzt hier schon weiterdrücken oder ist das sozusagen das Video? Ich weiß es nicht. Wollen wir weiter drücken? Drücken wir weiter. Jetzt käme hier wieder Video. Fand das eigentlich ganz schön mit Video. Ah. Topeka. Kansas? Steht KS für Kansas? Ja, Andre the Giant langweilt mich.
Ja, da kommt er, der Ultimate Warrior. Der Intercontinental Champion. Ja, dann das geschafft. Und seine Haare ganz anders als eben, ne? Das ist immer eine Show, ey. Der überdrehte Kerl. Ah, apropos der überdrehte Kerl. Wisst ihr, dass ich den mal live gesehen habe? Ich weiß gar nicht mehr, welches Jahr das war. Ich war auf jeden Fall noch sehr, sehr klein. Da war... Füge Andre leichten Schaden zu. Schaffe ich. Hoffe ich. Ha, siehst du, gekontert. Da waren die hier in Deutschland und ich war da. Und hab den Ultimate Warrior gesehen. Da war ich noch sehr, sehr klein. Also ich kann mich da nur noch wirklich, 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 wirklich schemenhaft dran erinnern. Und Alundra Blaze war auch da. Das weiß ich auch noch. Und das war es auch schon. Mehr weiß ich nicht mehr. Wo war das damals? Das ist wirklich sehr, sehr lange her. War ich höchstens 10, glaube ich. Allerhöchstens. Ha, gekontert. Sehr nice. Da rennst du noch auf mich zu, Andre the Giant. Wann wird das gewesen sein? 1992? 93? Ne, 94 vielleicht? Ich weiß es nicht. Ich kann es euch nicht sagen. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr lange her. Aber war sehr, sehr cool. Das weiß ich noch. Und ich habe mir da so ein... Oder habe ich gekauft bekommen? So ein, ja, Sandsack kann man ja nicht sagen. So ein Punching... Das war halt so zum Aufblasen und da war unten halt so ein bisschen Sand drin. Und, ne, da war der Ultimate Warrior drauf. Und wenn man Wrestling-Fan ist, dann bläst man sich ja so ein Ding nicht auf, stellt das hin und boxt damit. Dann wrestelt man damit. Ja, und bei einem Body-Slam ist mir das leider kaputt gegangen. Oh, hat nicht so lange gehalten, war ziemlich zügig kaputt. Aber egal, ich habe den Ultimate Warrior gebody-slammt. So, triff Andre mit einem Laufangriff. Okay, mach ich. Ihr seht, oben links sind immer die Ziele. Die man machen muss, storymäßig, damit das zum Echten passt. Da ist er raus. Da ist er raus. Royal Rumble gewonnen. Bam. Doppelbam. So. Bam. So, und nu? Der macht eine Show, ey. Auch ein bisschen albern, was der immer so gemacht hat, ne? Aber war halt mit dem Meute aufgepusht. So, triff Andre, füge Andre moderaten. Moderaten Schaden zu. Füge Andre moderaten Schaden zu. Bitte? So, noch ein bisschen Show hier. Mal. So. Bam. Boah, der schlägt ganz schön zu. Ah, auch nicht. Der ist ganz schön groß. Wusste gar nicht, dass der Ultimate Warrior so klein war. Also, dass Andre groß war, war mir bewusst. Aber so viel größer? Ich würde den gerne mal gegen... Ist ja leider auch tot, der Ultimate Warrior, ne? Ist ja auch gestorben. Aber war auch einer der Helden meiner Jugend. Ja, ja. Von dem hatte ich auch so eine... Nochmal? Andre, lass dir mal was Neues einfallen. Von dem hatte ich auch so eine Actionfigur. Und auch so eine mit so einer automatischen Bewegung. Der hatte halt die Arme so hoch zu seinem Gorilla Slam, den er immer macht. Und dann konnte man die so ein Stück zurückbiegen und dann sind die von alleine nach vorne geflinkt. So fling. Dann hast du da die andere Figur draufgelegt. Hast das ein bisschen zurückgebogen und hat er ihn weggeschmissen. Wie der echte Warrior. Aua. Och, warum dauert denn der so lang? Nicht mich rausschmeißen, du Typ. Oh, zu spät. Hihi. So. Neckbreaker. Andre the Giant, jetzt kriegst du es. Ah, guck mal, wie der Finn. Hat er sich bei uns abgeguckt, der Ultimate Warrior. So, kannst du jetzt mal moderaten Schaden bekommen haben hier, bitte? So. Oh. Schlecht. Gut. Zack. Hoch mit dir. Wir heben ihn mal aufs oberste... Nee. Hat er was dagegen, aufs oberste Seil gestellt zu werden. Zack. Aber gegen den Neckbreaker. Fördere Andre per Irish Whip in die Seile. Mach ich. So. Gewippt. Neuer Weg freigeschaltet. Okay, jetzt schon? Bam! Huge Clothesline. Da ist er fest. Jawohl. Gib ihm. Oh. Voll abgewürgt. Boom. Oh. Wie dumm. Ultimate Warrior. Sage ich. Guck mal, wie er pumpt da links. Bobby the Brain Heenan mit meinem eigenen Titel oder was? Sowas funktioniert doch nie. Bam. Bud Spencer Faust auf den Kopf.
Und hoch mit dir. Ach so, nicht ganz hoch. Nur so ein bisschen. Okay. So, ding, 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 ding. Warum ist das... Warum ist der disqualifiziert? Der ist jetzt disqualifiziert worden. Aber ist doch gar nichts... Ja. Aber der hat doch gar nichts gemacht, der Bobby the Brain. Der hat doch nur auf den Kopf gekriegt. War doch gar nichts. War doch ganz lieb. The Ultimate Warrior. Sagt er, the WWE-Title war doch nur Intercontinental Champ. Oh, jetzt Video. Two of the most popular and colorful WWE superstars of all time were about to clash in a once-in-a-lifetime showdown that would revolutionize WrestleMania as we knew it. Oh, wait a minute. They're gonna go at it. We're not gonna beat any WrestleMania. They're gonna go at it right now. When I said that WrestleMania 6 was more intense than all five WrestleManias put together, I meant it, brothers. You are about to enter a world close to parts unknown. WrestleMania 6, the most important day for the rest of our lives. Do you, Hulk Hogan, look for a place to hide, or do you face that challenge? What's it gonna do when the largest arms in the world run wild on you? For the first time ever, the Intercontinental title and WWE title were on the line. It was time for history to be written. The stage, WrestleMania 6. The setting, Toronto. Hulkamania versus the power of the Warrior. Which would prevail and prove to be the strongest force in WWE? What you gonna do? Ja, war schon cool, der Hulky. Könnt ihr sagen, was ihr wollt. Oh, da kommt er. Oder bin ich das? Ich hab die Musik noch nicht so drin. Wie er jedes Mal die Haare anders hat, ne? Komisch. Aber haben sich ganz schön Mühe gegeben mit dem Ultimate Warrior, wa? Title versus Title. Ja, ja, bla bla bla. Aber Hulk Hogan gucken wir uns noch ein bisschen an jetzt, ne? Diese vorperforierten T-Shirts immer, ne? Die er dann zerrissen hat. Ich kann mein T-Shirt auch zerreißen. Also, naja. Wenn ich eine Anfangsstelle habe, kriegt das auch locker hin. Boah, ich kann. Aber er sieht ein bisschen komisch aus im Gesicht, ne? Nicht so richtig halkhorig, oder? Irgendwie. Aber sein Song ist auch geil. Also der war ja wirklich, der war ja die Ikone für die Amerikaner. War ja der echte Amerikaner. Den Kindern immer gesagt, ihre Vitamine zu essen. Ja. So. Genau. Hulk Hogan. The Champion. Ultimate Warrior. The Intercontinental Champion. Kämpfen wir jetzt mit Gürteln um? Warum ist denn dein Gürtel eigentlich gelb, Typ? Wie heißt er? Warrior. Ja, hier noch die Stiefel checken. Is it Warrior's time? Or will Hogan's reign continue? Man, fasten your seatbelt because this... Now, Michael, this is a dream match. Possibly the two biggest superstars... Hulk Hogan erzählt gerade, was er letzte Nacht mit der Mama vom Ultimate Warrior gemacht hat. Und sie war richtig geil. Ich sage es dir. Eins gegen eins. Ja, und jetzt mit dir, mein Freund. Pass mal auf. Ich glaube, mit deiner Mama hatte ich mehr Spaß, als ich mit dir zusammen werde. Aber... Niemand redet so über meine Mama. Ich rede so mit deiner Mama.
So, jetzt geht's los hier. Schluss mit Mamas. Ja. Ja. Ja, das hat mir meine Mama übrigens beigebracht, Hulk Hogan, mein Freund. Na? Darf ich, muss ich was drücken? Nein. Oh, Hulk Hogan hat mehr Kraft. Alter Lachs. Jetzt geht's ab. Bam, füge Hogan leichten Schaden zu. Das sollte ich schaffen. Nein, aua. Hör auf. Vielleicht schaffe ich es doch nicht. Ich hätte nicht auf die Tipps von meiner Mama hören sollen. Voll auf die Brust. Zack. Hä? Was? Habe ich gar nicht gedrückt? Jetzt muss ich hier Dings machen, ne? Oh, ich hatte's. Yes, ich habe mich befreit. Was? Wo? Warum ist denn das? Ah. Das war so vorgespannt quasi. Und ich habe es vergurkt. Ah, da ist es. Oh, gibt's ja nicht. Ist voll gemein, ist voll schwer. Was den Kack? Schon wieder. Gibt's ja nicht. Hab es. So, weg mit dir, Hulko. Hulko, Hogo. Und wieder rein. So, jetzt darf ich endlich mal einen Move machen. Was? Jawohl. Zack. Oh, oh, das dauert zu lange. Viel zu lange. Schon wieder. Hulk Hogan, ey. Immer gleiche, ey. So. Was? Warum macht denn der das immer? Zack. Der ist so schnell, ne? Also dieses Kettenwrestling steigt noch nicht ganz... Ja. Warum? Ich hatte sofort. Das war unfair. Du schummelst, Hulk. Du schummelst. Hulk Hogan schummelt. Der nimmt bestimmt Stier... Oh, warte, ich halt lieber den Mund. Ich bin der Ultimate Warrior. Pfui. So, wie soll ich dann Hulk Hogan leichten Schaden so zufügen? Aua. Darf ich auch mal was machen, bitte? Hör auf jetzt. Na also. So. Endlich mal. Ach, guck mal, genau den gleichen Scoop Slam, wie wir gemacht haben. Sehr witzig. So. Bam, 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 bam. Ja. Dauert schon wieder zu lange, ne? Oh, oh. Boah, ist das ein Showtyp. Alter. Muss er noch einen ranlegen, drauflegen? Ich glaube, ich spinne. Ich dachte, das reicht von der Länge her schon. So, Clothesline. Oh, habe ich den Ref mit erwischt. Tut mir leid. Oh, das wollte ich nicht. Lass das. Komm, Superplex jetzt, ja. Weil ich kann. Boah, oder Super Power Slam. Tut's auch. Hulk Hogan, bekomm doch jetzt mal bitte leichten Schaden. Jetzt zum Beispiel, das wäre nett. Maret. Immer noch nicht. Muss ich nochmal mich kontern lassen. Oh. Ist vergurkt. Oh. Voll aufs Schlimme. Viel zu früh. Ist ein bisschen schwer ohne Konteraufforderung, muss ich sagen. Auch wenn man sich immer so aufregt, wenn die zu früh kommt oder wenn die aufpoppt und dann steht da zu früh und alles. Reifer Hulk. Habe ich. Ah, schon wieder? Oh, immer Tie-Ups. Achso, diesmal muss ich nicht selber machen. Dann ist gut. Das andere ist mir zu schwer. Kettenwrestling. Ich bin doch gerade... Was macht die denn jetzt hier? Boing? Boing? Ja, Ring sieht doch gut aus. Ja, ich hab's geschafft. Und noch eine Runde. Ich glaube, ich muss mir das mal in echt angucken. Bam. Und du stehst nicht einfach so auf, Hulky, Palky. So, kriege ich jetzt mal hier ein Hähnchen oben links bei Greifer Hulk Hogan? Habe ich. Füge ihm moderaten Schaden zu. Okay. Mache ich auch. Body Slam Nummer 2. So. Probier mal den hier. Vielleicht dauert der ja nicht so lange. Oh ja, das ging. Okay. Oh. Kunter Fritz. Ah, ich muss aber echt auch ein bisschen aufpassen, ne? Dass ich nicht selber verliere jetzt dann auch noch, weil... Guck mal, geht schon nicht mehr so gut. Wie gesagt, ist auf schwer ohne... ohne Konteraufforderung. Das ist... Jetzt habe ich kaum...
Darf ich jetzt mal bitte comebacken? Was? Was kann ich jetzt hier machen? Hä? So, ich muss ihn schnell aufheben. Steh auf, Hulk. Ich hab nicht mehr so lange Comeback-Zeit, Junge. So. Hab ihn. Und runter damit. Und druft auf die Oma. So. Oh, da hat er direkt roten Schaden. Dann müssen wir einen Irish Whip machen. So zum Beispiel. Oh, hätte er gekontert. He missed him. Oh, oh, den Ref umgehauen. Was für ein... Habe ich eben schon mal gemacht, den Ref umgehauen. So, und jetzt? Du gehst doch jetzt nicht schummeln. Achso, nee, er geht aufs oberste Seil. Ich dachte, er geht jetzt ein Ding zu holen hier. Ein Gürtel zum Schummeln. Bam! Double Axe Handle. Voll auf den Kopf. Komm, gleich nochmal. Gleich noch ein, ja. Nur ein Double Axe Handle. Gut tut, schadet auch ein zweiter nicht. Hat meine Oma schon mal gesagt. Wenn ich böse war. Ich habe kein Po voll gekriegt, sondern Double Axe Handles. Wurde mal extra, sind wir irgendwo hingefahren, wo es einen Ring gab und dann habe ich einen Double X Handle bekommen. So war das damals bei uns. Nein, natürlich nicht. Hey, so weit kommt das noch. Dass meine Oma mich Double X handelt, hätte ich voll gekontert. Hätte ich mit dem RKO hätte ich das aufgefangen. Ja, so zum Beispiel. Und da ist er platt. Was wird das jetzt? Achso, ich dachte, er will jetzt ein bisschen Löffelchen machen. Ja, ja. Das wäre ja noch schöner. Er liegt da platt. Von einmal daneben hüpfen. Weißt du? So weit kommt das noch. Ja, natürlich. Der Ultimate Warrior hat sich auch keine Mühe gegeben, weil der Ref eh down war. Musste er ja nicht. So. Da sind wir wieder. Warriors up. Was für ein Slam. Krass. Ganz schön krass. So. 1, 2, 3. Also zu meiner Zeit kamen ja dann immer neue Referees raus dann. Das ist ja... Hatten die nur einen da damals. Mussten sie ein bisschen sparen noch. Komm jetzt her, du Wurst. Mann. Können wir jetzt mal hier bitte... 1, 2. Nein. Hulk Hogan ist rausgekommen. Krass. Wie hat er denn das geschafft? Der hatte gerade mal eine Stunde da gelegen. Soll ich mal aufhören, den echten Kommentatoren immer die ganze Zeit dazwischen zu labern? Oder? So. Haben wir? Muss ich noch was machen? Oder soll ich einfach nur gewinnen? Ich pinne. Oh, bei 0. Sehr gut, Hogan. Also selbst wenn der Ref gezählt hätte, wäre das jetzt 0 gewesen. Pinne Hogan. Kann ich. Mach ich. Pass auf. Power Slam. Und Pin. 1, 2. Rausgekommen. Unfassbar. Nein, nein, nicht abhalten. Nein. 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 Ich gebe ihm einfach noch eine. Hör auf. Ich gebe ihm einfach noch eine. Vielleicht sollte ich aufhören, ihm immer einfach noch eine zu geben. Aber, was mache ich denn jetzt? Ich glaube, ich gebe ihm einfach noch eine. Na, sag mal, irgendwann musst du... was? Du böser Bursche, hat deine... Bam! Pass auf jetzt hier, Doppelbam. Guck mal, so gibt man Leuten eine. Was du gemacht hast, hat mir Kraft gegeben. Bam! Bin als Kind in den Zaubertrank gefallen. Haha, daneben. 1, 2, 3. Ding, 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 ding. Ja. Wieder immer pumpt. Ja. Ah, guck mal. Hier, nimm. Ich hab ihn für dich nochmal geputzt. Deine Mama hat mir einen Lappen gegeben gestern Abend. Oh, hey, Kumpelchen. Ja, meine Mama, ne? Wollen wir nachher das Spaghetti essen? Kann sie gut. Mit Thunfischsoße. So, hier, nimm mal deinen anderen Gürtel auch noch mit hier. Nicht, dass, ne? Ich hab zwei. Guck mal. Nummer eins
Und Nummer 2. Yay. Das Kerlchen. Hier. Guckt euch an. Mama, das ist für dich. Flip aus. Ja, er flippt da aus. Der ultimative Krieger, sozusagen. Der muss mal aufhören. Ist mal gut jetzt. Komm mal wieder zu Atem, mein Freund. So, meine Damen und Herren. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Let's Play WWE 2K15. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Und sage vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüssli Müsli.